Liebe YouTube-Gemeinde, wir sind zurück bei Banished. Ja, an der allererster Stelle erstmal ein Sorry dafür, dass ich letzte Woche gar nichts gemacht habe. Kamen ein paar viele Sachen dazwischen. Außerdem hatte ich verdammte Spätschicht und ich hasse Spätschicht, deswegen dann kriege ich immer nichts auf der Reihe. Wenn man den ganzen Tag pennt, dann geht man arbeiten, dann kommst du nach Hause und dann pennst du wieder. So, dafür, das dazu. Und irgendwie ist es wieder ein bisschen zappelig laggy. Ich glaube, wir haben irgendwann noch echt die maximale Siedlerzahl geschafft, oder? Ich meine, das fängt ja jetzt schon. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob man das im Video sieht, aber ist schon ganz schön hakelig. Na gut, trotzdem werden wir aber hier weitermachen. Ihr seht hier vorne schon die Symbole, die Programm sind, seit den letzten 3 Folgen, glaube ich. Wir haben zu wenig Nahrung. Deswegen haben wir in der letzten Episode hier schon neue Äcker in Auftrag gegeben. Die werden wir fertigstellen in dieser Episode. Dazu muss ich nochmal hier drüben schauen, wie denn unsere Nahrungs-Kühl-Milch-Butter-Gesellschaft hier langsam funktioniert. Wir haben hier Kühe. Wir haben hier, glaube ich, die ganzen Schweine. Jawohl, 4 Schweinefelder. Hier haben wir die Wildtiere, Rehe und so ein Blödsinn. Hier haben wir Legehennen. Hier haben wir normale Hühner. Dann haben wir, glaube ich, hier Hühner. Wir könnten noch mal ein bisschen... ein paar Legehennen Felder machen. Was ich hierher machen wollte, weiß ich nicht mehr so genau. Hier haben wir Bisons, hier haben wir Lamas. Eigentlich haben wir echt viel, meine Fresse. Oh, haben wir, achso, hier da muss ich mal gucken. Ich glaube aber, dass wir hier auch noch... Achso, habe ich auch schon ausgewählt, Milchkühe. Wir müssen nur gucken. Ja, wir brauchen mindestens 10 und dann können wir die teilen und dann haben wir hier auch welche. Gucken, dass wir das dann auch hinbekommen. So. Das sieht aber unterschiedlich aus hier. Habe ich von jedem ein Feld genommen hier, oder was? Naja gut, wir haben noch nicht so viel Scheiß, ne? Uns fehlen noch so viele schöne Saatgüter. Saatgegute. Die Kapelle ist hier auch schon wieder voll. Aber wir haben doch noch eine Kirche, oder? Ja, da passen wir noch welche rein. Wir haben da noch irgendwo eine Kapelle, oder? Haben wir nicht schon 3? Naja gut, das ist erstmal egal. Also, wir kümmern uns um die Nahrung. Wir können ja mal eben hier schauen. Produktion. Nahrung haben wir einen Verbrauch von 21.000. Wir produzieren 10.000. Ist gut, ne? Ja. Das ist eher nicht so gut. Ich glaube, wir machen als allererstes mal das, was man am Anfang schon zigtausendmal macht. Ach, das habe ich auch schon gemacht. Aber hier arbeiten nicht so viele. Warum arbeiten da nicht so viele Fischer? Wo sind meine Fischer? Ich möchte meine Fischer bitte haben. Da. Nur die Hälfte besetzt. Das ist nicht so toll. So, 16 von 16 Fischern. Dann haben wir immer noch 24 Arbeiter über. Und immer noch 20 Bauarbeiter. Gut, das haben wir. Ja, dann müssen wir mal gucken, was macht denn unsere Bäckereien hier? Vielleicht muss ich hier mal dieses bescheute Schafdings irgendwo anders hinpacken. Irgendwie ist es sowieso am Cap von dem Holz. Ach, ich habe da auch schon, wo ich bin, noch eine, wahrscheinlich auch noch Schafe, wa? Naja, gut, von mir aus, dann bleibt ihr da. Dann gucken wir mal, dass wir vielleicht ein paar Hennen noch basteln. Vielleicht auch hier oben. Ah gut, die brauchen natürlich eine ganze Weile, bis die wachsen, hier die Obstwiesen. Aber trotzdem können wir ja hier nochmal welche hersetzen. Weil, warum nicht? Was heißt denn eigentlich diese? 2×2. Dann ist da in der Mitte kein Weg wahrscheinlich, ne? Ne, wir machen jetzt aber die normalen, sonst sieht das nämlich ungleich aus hier. Ich guck nochmal kurz. Oh, habe ich die gar nicht über die ganze Länge gemacht? Warum mache ich denn sowas? Wie groß seid ihr denn jetzt? 15×4. Ja, ich muss dich aber jetzt auch so machen hier. 15×4. Und dann kommst du von der Seite aus. 15×4. Hier ist auch eine Straße, oder?
Ja. Gut, dann kommen hier noch. Also ich mach gleich mal. Wir machen jetzt noch mal ein paar. Na gut, das ist immer so scheiße zu sehen, wenn man jetzt hier einfach was hinklatscht. Ich versuche mein Glück mal, oder? Da möchte ich zwei Platz. Warte mal, das sind auch zwei Platz, ne? Wir machen das mal so. Eigentlich müsste ich dann. Wir machen mal kurz ein so ein Teft. Genau. So einen Testdingens an Wiese. Ich möchte mal gucken, wie nah die ineinander sind. Eigentlich müssten sie ja. 2x2 und die sind 2x3. Das heißt doch. Diese hier sind 1, 2, 3. Die sind die 4 auseinander. 1, 2, 3. Ach so, in der Höhe sind sie 3. Aber warum denn 2x3? Ach, zählt das nicht mit hier? 1, 2 und dann 1, 2, 3. Ach so, wahrscheinlich. Dann müsste das 2x2 hier 1, 2 sein. Dann ist hier der nächste Baum. Ja, dann ist hier der nächste Baum. Dann dürfte das 1, 2. Müsste ich das hier bauen, oder? 1, 2. Tja, wenn wir dann das nicht hinbekommen, dann reißen wir den Scheiß wieder ab. Aber ich denke mal, das sind hier 3. Und hier sind es dann 2. Also baue ich jetzt 15 mal. Wir machen das einfach. Wahrscheinlich ist es eh falsch, aber wir werden das mal so machen und gucken, was passiert. Erstmal weg mit dem scheiß Holz hier. Ich guck mal ganz kurz, ob ich hier noch. Ja, dann packen wir den das Holzkram hier unten hin. Dann müssen sie nicht so weit rennen. Gut, hier oben können wir dann langsam auch nochmal eine zweite Brücke bauen, glaube ich. Eine schöne Steinbrücke bauen wir hier, aber. Achso, kann ich hier überhaupt noch einen Weg lang bauen? Nicht ganz. Muss ich es hier bauen? So, dann kommst du da hin. Na, ich glaube, den Weg mache ich danach, sonst ist das wieder irgendwie da. Und die Priorität hätte ich davon kurz mal hochgesetzt. Damit sie mir. Erst die Brücke mal fertig machen hier, damit sie hier nicht so weit den Stein schleppen müssen. Obwohl das Ding natürlich. Ah, natürlich. Das Ding ist sowieso komplett voll, da können sie nichts mehr draufpacken. Na gut, jetzt nehmen sie was runter. Ja, das ist ja Stein in der Nähe hier gleich. Oh! Mir sind echt die ersten Leute verhungert. Ach du Scheiße. Ufa! Nein! Aber jetzt kommt doch die Nahrung ein bisschen rein, oder? Oha. Du Scheiße. Wir brauchen mehr Nahrung. Wir machen hier überall Erbsennetze. Wir machen hier komplettes Erbsenparadies hier. Das ist gut, das wird dieses Jahr nichts mehr jetzt, aber. Wir machen da überall Erbsen. Wir machen so viele Erbsen, dass die können sich den Tod scheißen mit den Erbsen. Warum sehen die so ungesund aus hier? Die sind voll duster aus, die Dinger. Oh Mann. Jetzt geht die Nahrung gerade wieder ein bisschen hoch, aber trotzdem. Unsere Geburtenrate dürfte das dann gleich wieder ausraten. Ausraten. Ja. Ausgleichen, verdammt nochmal. Ich meine, wenn uns jetzt ein paar Leute wegsterben, dann verbrauchen wir weniger Nahrung. Und dann ist es irgendwann wieder. Ach, weil wir genug. Ja, so kann man das auch lösen, ne? Tja. Was ist denn jetzt wieder am Cap hier? Die Baustoffe oder was? Baustoffe. Zählen die jetzt wirklich zu einem anderen Lager? Nein. Ich muss erstmal meine Priorität komplett auf Stein setzen, sonst wird das nichts hier. Oh, hier ist die Brücke so schon fertig. Wow. Und da ist uns noch einer. Ah ne, der nicht. Der ist beim Höhleinsturz. Na, der ist nicht verhungert. Das ist doch schon mal was.
Alles gut. Und Alessia ist an Altersschwäche gestorben. Das ist nicht meine Schuld. So, jetzt machen wir hier noch ein kleines Stück Straße hin. Da auch. Ist das eine Straße? Ja, von mir aus. Und hier vorne machen wir ein Stück Straße. Und hier vorne machen wir jetzt eine komplette Steinstraße durch. Ja, und dann, ja, dann das reicht mir erstmal. Ja, ich weiß, Lebensmittelvorräte. Und jetzt kommt der Winter. Mit 1500 Nahrung geht's in Winter. Das ist super. Also Spätherbst, kommt gleich der Winter. Also wir sterben gleich. Also es sterben gleich ein paar Leute. Das bleibt gleich nicht aus. Außer ich kann vielleicht, wenn ein Händler bald reinkommt, habe ich hier eigentlich noch meinen Fisch drin? Vielleicht kann ich den erstmal rausgraben. Wir haben noch Bisonfleisch, 3000 hier. Packt ihn mal wieder raus hier, bitte. Baumwolle brauchen wir nicht, Holz brauchen wir nicht. Mehl, ja, weiß ich nicht, Talg, nein. Den Fisch habe ich hier schon wieder rausgeholt, war? Oder mit dem habe ich irgendeinen Scheiß bezahlt, ne? Hm, anscheinend schon. Ja, dann seht man dazu, dass ihr das Bisonfleisch hier wieder rausbekommt. Das geht wieder in die Lager zurück. Oh, da kommt sogar ein Händler. Das ist ja mal ein Zufall. Und was hast du Schönes? Ah, was? Ein Gebäude ist in Brand geraten? Wollen die mich verarschen? Löschen! Jetzt geht's los hier. Boah, guckt euch mal, wie die ganzen Leute mit den Eimern hier. Ich glaube, das kriegt ihr hin, oder? Alter, guckt euch das mal an, ey. Ja, trotzdem nicht gerettet. Macht's mal wieder heile, das Ding. Du Scheiße. Gut, unser Händler, was hast du? Oh, guck mal. Cool. Her damit. Pika, keine Ahnung. Trauben habe ich, glaube ich. Ich habe Trauben schon, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Ich muss mal kurz gucken. Hab ich schon Trauben? Walnüsse, Hirse, nee, habe ich nicht. Aprikosen, rote Brokkoli, Soja, nee. Aber ich habe, glaube ich, jetzt nichts mehr hier drin, was ich handle. Oder doch, hier, Baumwolle, alles klar, alles gut. Also, Kohl hätte ich gern, Trauben hätte ich gern, Pikanüsse, was zur Hölle sind das für welche? Da, die habe ich aber schon, ich habe doch irgendwas mit Nüsse für mein Brot da, oder? Nee? Hm, nee, habe ich nicht. Okay. Weiße Maulbeer, die habe ich aber schon. Ach, rote habe ich. Na gut, dann auch noch die weißen. Ich glaube, ich brauche alles. Guckt euch mal an, das ist mein Handel, ey. So, was haben wir für ihn hier? Also, er kann erstmal... Hier haben wir dann schon mal jetzt Baumwolle weg. Ups. Dann kriegt er... unser ganzes Bienenwachs. Und dann kriegt er noch unsere paar Kröten an Leder. Oh, achso, ja, da war ich schon drüber. Dann klicken wir das ein klein wenig runter. 5. So. Maulbeersamen, Kohl, Trauben, Pika. Dankeschön. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen was. Jetzt können wir da oben Felder bauen. Das werden wir auch gleich tun. Und was wollte ich noch machen? Abgefackelt ist das Haus. Achso, wir müssen hier ihm sagen, dass er das bitte nicht wieder volllagert. Das machst du nicht mehr voll. Das machst du nicht voll. Leder. Das bleibt bei 200. Das kann so bleiben. Ich glaube, das war's. 1500, 25. Achso, der Bienenwachs natürlich noch auf 0. Gut, und das Bisonfleisch, das bringst du jetzt, oder bringt ihr da bitte wieder raus, ja? Damit wir das mal klar verstehen hier. So, also wir machen jetzt Soja, Soja, Soja. Brokkoli, das ist, sind die Erbsen. Hier haben wir das Mixmax. Hier machen wir jetzt, das Leck. Kohl, Kohl,
Coal und Coal. Und hier. Ne, mehr hatte ich glaube ich gar nicht, ne? Ne, hier machen wir nochmal einen Mix jetzt. Hier machen wir Erbsen, Brokkoli, Kohl und hier machen wir gleich noch. Dann sind es doch vier, oder? Ne, wartet mal. Soja, Brokkoli, Erbsen, Kohl. Soja? Nein. Dann machen wir es so. Soja, Brokkoli, Erbsen, Kohl. 1, 2, 3, 4. Ah, passt doch. Ist doch gut. Warum habt ihr jetzt ein Fragezeichen? Wieso? Ja, ist doch egal. Hier muss doch gerade keiner arbeiten, Leute. Wo sind denn meine Bauern? Hier muss ich mal eben gucken. Ist da jetzt jemand von denen verstorben? Aber die werden doch gleich ersetzt durch meine ganzen anderen 20.000 Arbeiter. Ja, guckt an. Warum auch immer. Oder ist hier gerade... Ach so. Ja, nee, hier. Deswegen. Alles gut. Alles klar. Nee, dann... weil wenn die fertig gebaut sind, dann sind das direkt immer drei, die da arbeiten sollen. Das ist aber Blödsinn. Durch meinen super Banished-Kalkulator ist das nämlich immer direkt so gemessen, dass nur ein Arbeiter da drauf sein muss. Deswegen... Warten wir jetzt kurz, bis das Ding fertig ist, wenn da jemand darauf Bock hat? Nee? Na komm, das eine Ding noch wegnehmen da. Dankeschön. So, also. Alter, was habe ich jetzt gesagt? Soja, Brokkoli, Erbsen und hier Kohl nochmal. Und nur einer soll da arbeiten. Dann muss es wieder einer mehr sein. Alles klar. So, dann haben wir nochmal ein paar Felder mehr und werden dann auch gleich für die Saison dann hier nochmal... Oder warte mal, wir können hier mal einen großen hier herbauen, oder? Ich habe doch inzwischen ein paar Stahl... Wo waren denn die noch gleich? Hier, weil hier oben, glaube ich, schöne Hangschalen herpasst. Seht ihr mal, genau. Die bauen wir hierher. Eigentlich hätte ich sie gerne in der Mitte, aber die passt erst hier. Außer ich setze hier halt einen zurück. Dann setzen wir sie halt einen zurück. So, dann machen wir da so eine hin. Ich glaube aber trotzdem, dass wir hier übertreiben und hier oben und unten noch welche bauen. Warum sitzt denn gleich im Wege da? Das Haus ist falsch. Das steht da voll auf der Straße. Na gut, dann werde ich unten erstmal nur eins herbauen. Und werde ich das gleich auch mit ein paar Straßen verbinden. So. Na, was soll denn das? Und hier oben lang. So, ja, das Haus ist im Wege. Aber ich glaube doch, die Stahlträger habe ich, oder? Also ich meine ja. Ich hoffe es. Ich habe, glaube ich, ganz am Anfang unserer Abenteuerreise mal ein paar von den Dingern hergestellt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Was ich auf jeden Fall weiß, dass wir dann hier oben in diese... Ach, guck mal, das sieht ja auch schon cool aus. Hier vorne bauen wir noch mehr Felder rein. Ich werde auch schon mal sagen, Leute, baut mir mal hier von mir aus kurz mal einen Lagerplatz für alles. Was denn so? Wo darf ich die nicht machen? Ne, dann mache ich doch kleine. Dann nehmen wir einen für Holz. Ne, warte, das ist glaube ich Straße da, ne? Ne, dann nur 6. Holz und dann Stein. Ist da auch Eisen bei? Ach so. Jetzt habe ich die zu groß gemacht, oder? Stopp, das darf nicht so sein. Wie groß ist denn dieses Ding überhaupt hier? Ja, und will ich da eine Straße machen? Das weiß ich nicht.
Nee, noch egal. Also machen wir die 5 breit. Dann dürfte das passen. Holz. Und Stein und Eisen. Habe ich die jetzt alle gleich lang gemacht oder habe ich die hier oben zu kurz? Nee, oder? Was denn? Wieso kann ich denn da keinen hinbauen? Was? Nein, nicht? Hä? Doch, habe ich richtig gemacht. Alles gut. Gut, dann kommen da so ein paar Lagerplätze her. Und ich habe dich auch da am Wegen gebaut. Warum mach ich so einen Blödsinn? Na gut, eigentlich da nicht so wild, aber hier eine Straße und hier will ich eine Straße bauen. Ich brauche hier, glaube ich, eh noch ein paar Häuser. Ich glaube, das werde ich auch nochmal hermachen hier. Wir bauen hier noch welche an die Seite. Passen hier welche her? Hier machen wir vielleicht nochmal einen Tunnel. Kann ich nicht überhaupt einen Tunnel durch? Ah ne, hier ist Ende der Karte. Hier geht es gar nicht weiter. Also egal. Dann können wir hier ruhig 3 Häuser hermachen. Wir machen hier noch ein 4. her. Und dich reißen wir ab. Du störst mich seelisch hier vorne. So. Wow. Die sind aber auch echt fix, ne? Wenn man so viele Leute hat, die man da engagiert für Bauarbeiter und Arbeiter, ey. Dann geht der Scheiß echt schnell. Ich bin beeindruckt. Und jetzt werden wir gleich unseren Leuten auch derbst was zu tun geben hier. Wenn sie jetzt hier die Lagerplätze fertig haben. So, das ist Eisen, Stein und Holz fertig. So, pass auf. Jetzt kommt nämlich Ressourcen abbauen. Und jetzt macht er mir dieses ganze Feld hier leer. Ruhig bis da ungefähr. Weg, weg, weg. Alles weg. Und dann werden da überall Felder gebaut. So, jetzt habt ihr zu tun, oder? Diese paar Steine hier bitte auch weg. Warum liegen die mitten auf dem Wege hier? Da habt ihr zu tun. Macht das mal bitte. Da werden wir da gleich neue Felder bauen. Und jetzt werde ich mal gucken. Boah, die Kühe sind langsam, ey. Das ist der Wahnsinn. Warum vermehren die sich nicht? Wir brauchen viel mehr Viehzeugs hier. Wie sieht's denn hier oben aus? Ach so, hier habe ich auch. Hätte ich auch lange schon mal einen Auftrag geben können. Also hier will ich noch Aprikosen haben. Da soll nur einer arbeiten. Da auch nur einer. Muss ich da 2 mehr einstellen. So. Eigentlich können wir hier oben bald mal noch ein paar Häuser herstellen, glaube ich. Vielleicht hier in dieser Ecke dann. Nachdem ich hier mal testweise jetzt einfach nochmal hier ein paar Aprikosen bauen. Haben wir genug? 37, jawohl. Ich will nur mal gucken, wie die sie jetzt hier pflanzen, die Aprikosen. Und alle anderen Bäume sollten hier eigentlich weg. Die stören mich hier irgendwie. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt mache, dann reiße ich aus Versehen auch meine Aprikosenbäume ab. Deswegen lassen wir das erstmal. Machen wir hier mal ein paar Wege her. Hier fehlt auch noch ein Weg. Hier fehlt ein Weg. Nicht immer eine schöne Steinstraße kaputt machen. So. Da haben wir die Brücke fertig. Hier sind überall schöne Brücken. Muss ich hier auch bald mal diese ollen Holzbrücken nochmal abreißen und gegen vernünftige Steinbrücken ersetzen. Nur weil es schöner ist. Und wahrscheinlich, weil die auch ich mach mal kurz hier. Weil die auch wahrscheinlich schneller drauf laufen auf den Steinbrücken als auf diesen Holzbrücken. So, hier wird gepflanzt. Da wird der Steinweg, der Feldweg gebaut. Da sehe ich auch schon ein paar kleine Bäumchen.
Da wird unser Stein rausgesiebt. So, hier hinten ist unser Mischfeld und hier unser wunderschönes... Ja, wir haben Stahlträger, alles gut. Hier sind unsere lecker Kohl. Da haben sie das Lagerhaus schon fertig. Mal gucken, wann denn die Leute sich dazu bequemen, hier irgendwas abzubauen. Ich sehe noch gar keinen da arbeiten. Ist gar nicht, was sie sonst machen jetzt. Achso, die wahrscheinlich bauen sie jetzt erst mit alle Häuser hier hoch, wa? Nomaden haben das Rathaus erreicht. Und ich glaube, zum allerersten Mal, 31 Nomaden, werden wir die lieben Leute ablehnen. Es tut mir wirklich leid. Weil wir jetzt gerade auf dem Weg sind mit genug Nahrung. Und wenn wir jetzt wieder 30 Leute aufnehmen, dann platzt hier irgendwann der Nahrungskragen. Jetzt sehen wir erstmal dazu, dass wir hier nur noch Nahrung ranbekommen. Wir sind auf einem sehr guten Wege. Wenn wir hier oben über die ganzen Felder gebaut haben, dann dürfte das funktionieren. Hier vorne wird Aprikosen rangeholt. Hier machen sie jetzt euren scheiß Häuser da im Wege. Hier vorne können wir doch eigentlich auch noch ein Haus zwischensetzen, oder? Das machen wir mal nach da. So. Weil Lückenfüller. Und dann werden wir hier auch auf die Seite mal eine Straße bauen. So, und da auch. Also am Abreißen sind sie hier immer ruckzuck. Und wenn ich dann hier oben sehe, wie lange die brauchen, hier mal einen ganzen Scheiß wegzumachen. Ich meine, es ist viel, ja, aber ihr habt doch alle Langeweile. Es sind 23 Arbeiter und 20 Bauarbeiter, die hier sowieso nichts zu tun haben, glaube ich. Hier machen wir mal ein Stück Steinstraße vor, weil es schön aussieht. Oh, da ist schon wieder der Erste, der Hunger hat, ey. Ja, die sterben uns auch gar nicht im Winter weg, ne? Die sterben uns alle im Sommer weg, ey. Aber hier wird gleich lecker Kohl, also hier wird überhaupt gleich geerntet. Und dann denke ich doch, dass das Ding wieder nach oben fliegt mit der Nahrung. Ich hoffe es zumindest. Diese Felder hier, die muss ich aber, glaube ich, noch wegmachen. Das sieht zwar schön aus hier, aber irgendwie passt es nicht hierher. Ich hätte, glaube ich, hier lieber noch ein paar Hühner. Und überhaupt brauchen wir viel mehr Legehennen. Davon habe ich nur ein Feld. Wie viele sind denn das hier drauf? 20. Ich schau mal kurz, wie groß die sind. Weidegarten mit Zaun. Wie groß habe ich das denn gemacht hier? Hä? Das sieht so quadratisch aus. Ist das nicht? Zehn habe ich das gemacht, okay. 12,10, merken. 12,10. Passt ja nicht noch eins daneben? Nee, aber ich glaube, ich mache hier trotzdem eins daneben. Auch wenn es nicht die volle Größe hat, trotzdem passen ein paar Hühner drauf. 9,9 machen wir das da. So, jetzt machen wir aber noch ein paar 12,10er und die machen wir. Ich glaube, hier oben machen wir ein paar hin. Glaube ich, unsere Legehennenzentrale machen wir hierher. Ich gucke mal eben, dass wir das dann ungefähr. Also hier geht die Straße hoch. Die setze ich mir, glaube ich, schon mal. Ich mache die auch auf Stein, weil sie hier auch aus Stein ist. Mal gucken. Oh, die dürfte sogar ziemlich gerade gehen. Ah, na toll. Darf ich sie natürlich da hinten nicht auf das eine rote Ding setzen, was da aufgeleuchtet ist. So, das ist die Straße und an der richten wir uns jetzt dann nochmal nach links. Ja, ruhig bis hier. Haben wir da die erwischt? Ja. So, dann haben wir hier so ein Kreuz und jetzt bauen wir 12,10. Ich habe es mir gemerkt. Hier in diese Kreuzung. Da rot, da rot. Dann dürfte das da sein. 12,10. Direkt daneben noch eins.
12. Mein verdammtes Handy. Ja, das war schon wieder, aber wir werden den Kram hier noch fertig machen. Warte mal, was habe ich jetzt gesagt? Jetzt bin ich natürlich durcheinander gekommen. 12, 10 nach oben oder nach unten? 12, 10 nach oben. Ja, das ist sowieso Blödsinn, weil wir müssen hier noch ein Stück Straße zwischen machen. 12, 10. So, jetzt passt hier, glaube ich, keins mehr her. Ich glaube, dann werden wir hier ein paar Häuser hinsetzen. Wir machen aber mindestens 4. Hier ist dann Straße leer. Da kommt eine Straße hin. Also hier 12, 10. Dann ist hier irgendwo die Kreuzung. Das ist die Kreuzung. Ja, hier ist die Kreuzung. Straße 12, 10 hier. So, jetzt habe ich, glaube ich, keine Ahnung, wo von diesen Dingern dann diese Holzhütte ist hier, aber wir werden dann da unser kleines Legehennen-Hühnerparadies machen und eins dann hier vorne noch. Und jetzt gucken wir nochmal. Ja, hier fallen die ersten Bäume, wunderbar. Und nachdem wir geschaut haben, was der liebe Händler hier für uns hat, Aprikosen, Eier, achso, das ist ja gar nicht der Handel. Lampenöl, Kräuter, Ziegel. Nein, von ihm brauchen wir nichts. Alles klar. Ja, dann haben wir diese Episode wunderbar noch überstanden. Wir hatten die ersten 2, 3, 4, vielleicht 5 Toten, die verhungert sind, aber nicht so wild. Das kriegen wir hin. Wir haben jetzt hier unsere Nahrungsproduktion demnächst so weit nach oben geschoben, dass wir dann weiter Nomaden auch von mir aus aufnehmen können. Ich danke fürs Einschalten. Haut rein, bis nächste Woche. Macht's gut.